Das richtige Geldverdienen startet häufig erst im zweiten, im dritten Auftrag. Wahrscheinlich von dem Sondierer oder so nicht so direkt mitbekommen. Ich habe es halt, die Information habe ich mir direkt vom Budget, vom Obersten halt geholt jetzt. Ja? Zwei, drei Level drunter aufgetragen hat, selber machen müssen. Und Achtung, das ist ganz, 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 ganz verkehrt, das zu provozieren. Ja? Du musst ja, die internen Situationen, die situative Entscheiderstruktur, wie ist da jetzt was genau aufgetragen worden, wer hat da den Hut aufgesetzt bekommen für diese spezielle. Ja, hallo meine Lieben, ich benötige noch mal ganz kurz eure Aufmerksamkeit, beziehungsweise deine Aufmerksamkeit, mein Lieber. Thema Kaltakquise, Kundengewinnung, ein wichtiges Thema, wie es wichtiger vielleicht noch, sagen wir mal, seit 10 Jahren nicht wichtiger gewesen ist, sagen wir mal seit der Finanzkrise 2007, 2008. Und dazwischen gab es immer mal kleine Dips, aber aktuell sind wir in so einer Art rezessiven Phase. Ne? Das nehmen jetzt auch viele gerne als Ausrede. Auf der anderen Seite natürlich passieren gewisse Dinge oder es sind gewisse Dinge passiert. Und es gibt schon gewisse Spannungen. Man merkt das schon in vielen Bereichen. Ja, bei manchen Menschen auch sozusagen liegen die Nerven blank. Und man sieht halt auch ganz klar und deutlich wieder, wo halt in welchen Bereichen Leute es, sagen wir mal, in den fetten Jahren, wo einfach Nullzinsen, Minuszinsen waren und so weiter, es einfach übertrieben haben, zu gierig waren. Und die fallen halt jetzt so ein bisschen der Reihe nach wie so ein Dominoeffekt, ja, auf die Schnauze. Aber keine Angst, Zinsen werden sehr schnell wieder sinken, denn es wird sich keine Regierung und schon gar nicht die europäische, wo ja seit dem Brexit die Mehrheit im Parlament von den Südstaaten, ja, Griechenland, Spanien etc. pp., gebildet wird und jede seine Stimme genauso viel wiegt wie die von Deutschland. Ja. Und die werden natürlich, die ja massiv überschuldet sind, also das ist ja hoffnungslos, ja, inklusive Frankreich, die werden es sich nicht leisten, die werden also keinen kompletten Kollaps riskieren, ja, ihrer Bankensysteme und dergleichen. Und deswegen werden die Zinsen auch wieder zeitnah sinken, und zwar so weit sinken, vielleicht sogar wieder nochmal auf Null gehen, sodass die sich letztendlich wieder mit billigem Geld, künstlichem Geld, alle sozusagen bereichern können. Warum erzähle ich jetzt dieses ganze Thema? Weil natürlich in dem, was wir machen, in der Kundengewinnung, das natürlich im Mikrolevel, ja, es immer auch immer ganz, sagen wir mal, immer mal wieder auch sinnvoll ist, einfach den Makrolevel, ja, es gibt ja unterschiedliche Level, auch im Makro, Mikro, aber auch mal diesen ganz großen volksökonomischen Level mal zu betrachten und dann das Ganze wieder in Relation zu setzen, wenn es vielleicht mal einen Tag lang nicht so gut gelaufen ist oder mal eine ganze Woche oder sowas. Ne? Und da immer wieder auch Kraft draus zu schöpfen und wieder sozusagen dieses Prinzip Zoom in, Zoom out. Ja? Häufig verfranzt man sich ja so in so einem Tunnel, man muss ja auch Deep Work, ja, sich so einen Tunnel reinbegeben. Und dann kommt es halt immer mal wieder vor, dass man nicht weiterkommt. Und dann muss man halt wieder Zoom-out machen und das Ganze relativieren, in Relation setzen. Ja, tief durchatmen, mal eine Runde joggen gehen, 20, 30 Minuten ins Fitnesscenter. Ja, ich mache das aktuell 2-mal pro Tag. 20, 30 Minuten, nicht nur wegen meinem Rücken. Ja, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Also wenn ich das nicht machen würde, dann hätte ich wahrscheinlich ein paar Rückenprobleme echte. Und weil ich halt auch so viel sitze und das schon seit Jahrzehnten, ja, könnte ich wahrscheinlich mein Handgelenk nicht mehr bewegen, meine Schulter nicht mehr bewegen und so weiter. Aber auch wenn du jünger bist, hat es natürlich auch einen geistigen positiven Effekt. Ja, es gibt nichts, was so effektiv den Stress abbaut und deinen Kopf so frei macht, wie zum Beispiel Krafttraining. Nein, nicht Ausdauertraining, ja, Krafttraining. Krafttraining baut den Stress viel, viel schneller ab,
besonders bei uns Männern, ja, weil hat sich dann so viel Testosteron angestaut und was weiß ich alles noch für Hormone und Chemikalien, na, und das lässt man dann einfach raus. Und das in Kombination mit der richtigen Ernährung, right on, spot on, man, ja, würde die Amerikaner sagen, die sowieso immer viel positiver drauf sind. Ja, ich finde auch nicht alles cool, was die Amerikaner machen, aber das eine haben sie uns auch definitiv voraus. Sie sind einfach euphorischer und dynamischer und sehen immer, gehen immer sozusagen nach vorne in der Regel. Ja. Aber auch nicht alle. Ist ja auch ein Stereotyp. Okay, also. Heute mal das Thema Kundenakquise, Kaltakquise. War nie so wichtig, noch nie so wichtig wie heutzutage. Warum? Weil, nochmal zur Erinnerung, und ich betone das wirklich und ich wiederhole mich quasi in jedem meiner Videos jetzt mindestens 1 bis 3 Mal, wir arbeiten stets bei uns selbst, bei Klein Marketing Consulting und allen Firmen, die mit uns zusammenarbeiten und Kunden, immer nach dem folgenden Prinzip: Minimum Output, Minimum Input, Maximum Output Prinzip. Ne? Okay, also, und in einer heutigen Zeit, wo letztendlich alles vielleicht ein bisschen zäher ist, wie vielleicht vor 5 Jahren, mal angenommen. Ja, ich pauschalisiere jetzt komplett, ich weiß ja gar nicht, von welcher Branche oder Nische du bist. Ich lade dieses Video, das Video auf YouTube hoch, soll ja möglichst viele Leute erreichen, also weiß ich ja nicht genau, wo du genau unterwegs bist. Aber ich nehme jetzt mal an, du bist irgendwo aus der IT-Branche, IT-Security, Softwareentwicklung, whatever. Ich weiß, dass viele unterschiedliche Leute meinen YouTube-Kanal konsumieren und teilweise auch Mitbewerber. Okay, warum ist also jetzt dieses direkte Vertriebs- und Marketing, diese Methode, Neukunden zu gewinnen, wichtiger wie denn je? Denn wir schreiben ja das Jahr 2024, na, wir haben ja KI und wir haben Online-Marketing und ganz viele Tools, ja, die noch nie so günstig waren, wo man aber auch sehr schnell in eine Abo-Falle reingeraten kann. Ne? Und dann bist du ganz schnell irgendwie bei 2.000, 3.000 Euro irgendwelche Toolkosten, die du vielleicht gar nicht benutzt. Also auch hierzu meine eigene Meinung. Aber wir sind ja in diesem Jahr 2024, wo doch alles irgendwie so automatisiert werden kann. Ne? So Online-Marketing-mäßig, Online-Vertrieb und all diese Sachen. Das wird ja auch immer groß breit rumgeschrien. Und ja, immer One-to-Many kann man doch alles anbieten. Ne? Also One-to-One war gestern. Ja, so. Und Zeit für Geld trennen, genau. Du musst einen Weg schaffen, wie du Zeit für Geld trennst. Ja klar, das ist mir auch klar, ne? Dass das natürlich ein großer Faktor ist. Und natürlich sollst ja nicht du allein den ganzen Tag Telefon- und Kaltakquise machen, sondern du sollst Leute wie uns beauftragen. Ja, oder vielleicht auch irgendwann mal dein eigenes Team aufbauen, das sei mal dahingestellt. Aber natürlich machen das andere dann für dich. Insofern hebelst du ja auch wiederum deine Zeit. Du sollst ja nicht also jetzt dich hinsetzen und den ganzen Tag Direktmarketing oder Direktvertrieb machen, One-to-One oder sowas. Ne? Das sage ich ja gar nicht. Klar musst du Zeit für Geldkette, diese Herausforderung musst du lösen. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Ja? Also nicht nur, was jetzt irgendwie Kundenakquise betrifft. Ne? Es ist aber letztendlich so ein unfassbar effektives und schnelles Werkzeug. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Letztens ein Freelancer-Kunde von mir, ist noch ein ganz kleiner Kunde, hat auch nicht viele Ressourcen zur Verfügung. Also der bucht mich ab und zu mal für ein Coaching. Ja, also der hat bei mir jetzt mal einfach mal eine Zahl rauszuhauen, innerhalb der letzten 24 Monate vielleicht bei mir mal 5.000 Euro ausgegeben. Ja, also das heißt, ab und zu mal ein paar Stunden gebucht. Ne? Ganz so günstig bin ich ja auch nicht. Und letztens, Thomas, ich habe eine Frage. Ich habe hier auf freelancer.de oder wo das da war, Freelancer Map oder wie die Plattformen da alle heißen, habe ich diese und jene Anzeige und so weiter. Und wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Das klingt irgendwie total interessant. Das würde genau auf mich passen. Und da wird auch ein Ansprechpartner angegeben. Und soll ich mich jetzt einfach bewerben, aber dann bin ich ja wieder nur einer von vielen, dann habe ich wieder das Problem der Vergleichbarkeit, aber ich möchte da schon irgendwie rein, auch in die Firma, das klingt alles so super interessant und auch, was sie genau suchen und, wie gehe ich denn da jetzt vor? Dann sage ich, es ist doch simplifiziert, mach das einfach mal KISS-Prinzip, ja? Keep it simple, ruf einfach doch mal an.
Du hast doch bei mir schon einiges gelernt, ruf doch einfach mal an. Ja? Und dann sagt er, okay, ja, ich bin mir dann noch unsicher und dies und das. Ja, hat halt noch nicht genügend Trainingseinheiten bei mir genossen, ja, muss halt noch ein bisschen sparen, damit er sich die leisten kann. Und kurzer Witz am Rande, aber ist auch Wahrheit mit dabei. Ja gut, dann sage ich halt, okay, dann rufe ich da halt für dich an. Ne? Okay, wir machen jetzt schon seit 24 Monaten, arbeiten wir schon zusammen, jetzt nicht so regelmäßig, ne? Aber du bist mir irgendwie sympathisch, okay. Also auch ich drücke auch manchmal ein Auge zu, ne? Ruf da an. Und dann habe ich da eben angerufen. Also wir gehen also nach unserem Prinzip, ne? Also erstmal Recherche, Kontaktdatenrecherche. Das lief dann über die, ich habe dort 3, 4, 5 Mal anrufen müssen. Ja, das lief dann über die Instanz. Einmal Kollege, Akquise, einmal Assistenz, Zentraldame und so weiter. Die waren aber alle recht freundlich. Ich habe dann auch sehr schnell die Durchwahl bekommen. Ich habe dann jetzt auch, einmal bin ich weitergeleitet worden, da war ich dann, bin ich dann auf einen Anrufbeantworter gelandet. Da habe ich dann auch die Handynummer rausbekommen und so weiter. Also nur mal ein paar Kleinigkeiten, aber hier haben wir einfach unsere standardisierten, wirklich voll funktionsfähigen Akquise-Methoden, die wir 100.000 Mal schon verwendet haben in den letzten 10 Jahren, die nach wie vor, und das ist das Schöne an der Kundenakquise, Direktakquise, da, du kannst die gleichen Methoden jahrelang immer wieder verwenden, wenn du es einmal drin hast. Ja? Und das ist nicht so, dass bei Facebook sich dann plötzlich wieder alles komplett geändert hat. Ja? Und dann bist du wieder von vorne anfangen, so ungefähr. Habe ich manchmal das Gefühl. Also ich habe da die Stefanie bei uns, die ja Facebook-Expertin ist, und die verzweifelt auch irgendwie manchmal. Deswegen, also Facebook ist so ein Sonderfall. Gott sei Dank nicht ganz so wichtig für unsere Zielgruppen, wo wir unterwegs sind. Da ist halt einfach LinkedIn, Google, ja, ist einfach viel, viel wichtiger. Da ist Gott sei Dank TikTok und Facebook und Instagram nicht ganz so wichtig. Aber ja, schon ganz immer wieder lustig, muss ich immer wieder schmunzeln. Und genau, und dann habe ich einfach dort angerufen, dann habe ich erstmal mit dem Entscheider gesprochen. Und der Entscheider war in dem Fall die völlig falsche Ansprechperson, weil der sagte dann sofort, naja, das habe ich ihm einen Mitarbeiter in Auftrag gegeben. Na, der soll das ausschreiben, der braucht da jemanden zur Unterstützung, das soll der alles regeln. Er stand aber in der Anzeige dann als Ansprechpartner. Ja, also schon wieder diese kleine Verwirrung, wieder diese internen Geschichten. Und da musst du natürlich jetzt sensibel sein, kannst du sagen, naja, wir wollen aber jetzt mit Ihnen den Teams-Call hier und so irgendwie strikt nach Leitfaden, 0815, blablabla. Ja, deswegen ist da auch einfach dieser High-Level-Skill auch sehr, sehr, dieses große Maß an Flexibilität auch eben wichtig, weil du weißt ja nie, wo du jetzt genau bist bei dem Ansprechpartner, in dem Fall dem Entscheider. Klar ist es, das ist die höchste Instanz der IT dort gewesen. Ja? Der muss am Ende des Tages sagen, hier Haken dran, Unterschrift, Budget geht raus. Aber in dem Fall hat er eben explizit seinen Mitarbeiter oder einen seiner vielen Mitarbeiter damit beauftragt, hier für diesen speziellen Job jemanden zu suchen, zu finden. Ja? Und dann hat der eben entschieden, das irgendwo zu posten auf freelancer.de und so weiter. Und so schließt sich eben wieder der Kreis. Jetzt kann ich natürlich, jetzt muss ich natürlich super vorsichtig sein, ich kann nicht einfach sagen, naja, also wir haben uns natürlich, ich habe mich natürlich durch meine Akquise-Methoden und durch mein Vertriebler-Geschick, ja, waren wir ja so, dass er am Anfang wollte er nicht so recht sprechen und dann am Ende war das Gespräch doch wieder 7, 8, 9, 10, 15 Minuten lang. Und ich hätte ihn, wenn ich weitergemacht hätte, auch überzeugen können, einen Vertriebscall oder irgendwas zu machen. Und es war in dem Moment wäre es eben kontraproduktiv gewesen. Warum kontraproduktiv? Das ist doch der Entscheider. Ja? Das ist doch das Beste, was wir machen können hier in Teamscall. Nein. In diesem speziellen Fall, und das ist auch der Grund, warum diese 0815 Leitfäden, ja, die du irgendwo in diesen Coachings und so weiter bekommst, einfach immer wieder versagen. Ja, und dann in entscheidenden Momenten und Punkten auch immer wieder versagen. Ja, weil einfach du so unfassbar viele Flexibilitäten, Komplexitäten und Entscheidungsbäume drin hast, ja, die du auf ein Blatt Papier, auch auf ein dreiseitiges oder fünfseitigen Leitfaden gar nicht abbilden kannst. Das kannst du nur einen gewissen Rahmen, einen Frame schaffen, ja, für total Beginners, sage ich immer, ja, also für Komplettbeginner, die wo sich quasi irgendwie dran orientieren. Aber bei mir, uns ist es ja so, ja, wir lassen ja keinen Nicht-Experten, ja. Also bei uns muss einer wirklich
komplett durchtrainiert, ja, damit er eben dann in so einer Situation genau weiß, wie er damit reagieren soll. Und in dieser Situation ist es eben so gewesen, dass ich nicht sagen kann, hier hat doch explizit der Entscheider einen seiner Mitarbeiter die Aufgabe erteilt, die Handlungsanweisung, sich um das ganze Ding selbst zu kümmern. Wenn ich jetzt sagen würde, lass uns doch einen Teams-Call machen, würde darauf insistent sein, ja, also persistent, ja, also darauf bestehen, dann würde ja er jetzt quasi den Job, den er seinen Mitarbeiter, also seinen 2-3 Level drunter, aufgetragen hat, selber machen müssen. Und Achtung, das ist ganz, 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 ganz verkehrt, das zu provozieren. Ja? Du musst ja, die internen Situationen, die situative Entscheiderstruktur, wie ist da jetzt was genau aufgetragen worden, wer hat da den Hut aufgesetzt bekommen, für dieses spezielle Projekt hier zu sondieren, Dienstleister auch bei größeren Dingen, ja, Dienstleister, nicht nur Freelancer, auch bei den größeren Projekten, Dienstleister auszuwählen. Das sind immer ganz bestimmte Personen, die einfach von top-down, ja, teilweise über 2-3 Stufen, je nachdem, wie groß die Firma ist. Da kann noch ein Abteilungsleiter dazwischen sein, nochmal ein Bereichsleiter dazwischen sein. Ja. Teilweise ist es ja CIO, Head of irgendwas, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Teamleiter und dann irgendwann kommt unten jemand, der eben vom Kostenfaktor so niedrig ist, dass sie sagen, ja, das lassen wir mal dem machen, der soll hier mal den Markt sondieren, Dienstleister aussuchen und so weiter. Wenn du jetzt ganz oben einsteigst, es ist alles super, ja, um auch Informationen, der Call war nicht umsonst. Ich habe dort zum Beispiel angetestet, okay, wie viel Stundensatz wäre denn möglich? Dann habe ich gesagt, Ihnen ist aber schon klar, dass wenn wir da konkret, also zu 100% genau die Richtigen sind für diesen Job, dass wir einen Stundensatz haben von nicht unter 200 Euro. Und hat er gesagt, das ist mir egal, wir müssen genau dieses Problem lösen, das ist urgent. Ja? Also wusste ich schon, okay, die sind bereit, wirklich gutes Geld zu zahlen. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich von dem Sondierer oder so nicht so direkt mitbekommen. Ich habe es halt, die Information habe ich mir direkt vom Budget, vom Obersten halt geholt jetzt. Ja? Also das Gespräch war schon wertvoll. Und das ist ja genau der Grund, warum ich dieses Video mache, um zu erklären, Direktakquise ist in der Regel nie verkehrt, auch wenn du sozusagen diverse Umwege gehst oder gehen musst und auch interne Entscheiderstrukturen und Konstellationen und so weiter immer respektierst und respektieren musst und solltest, aber dennoch kannst du dir unterschiedliche Informationen holen, die dann sozusagen dir wiederum förderlich sind in der weiteren Angebotsphase, ja, Pitchphase, ja, Positionierung, preislich und so weiter. Ja. Die eine Information holst du von dieser Person, die andere Information vielleicht wieder von einer ganz anderen Person. Und gewusst wie. Ja. Man muss natürlich, ich bin ja da, wenn ich mich hätte sofort abblocken lassen, hätte das Gespräch keine Minute lang gedauert. Ich habe natürlich dann unsere Methoden der Kaltakquise dort, ja, einfühlsam, empathisch etc., die richtigen Fragen stellen und so weiter, beharrlich sein, ja, aber nicht nervig, ja, höfliche Hartnäckigkeit, Anführungsstriche, Klammer auf, Klammer zu, ganz, ganz wichtig, hartnäckig, ja, aber höflich, ja, und auch taktisch clever vorgehen, Leuten nicht auf die Füße steigen, respektvoll. Ja, das vermisse ich auch teilweise generell bei Personen, ja, auch teilweise, die man einfach so trifft, in diversen Büros. Ja, es ist ziemlich viel Spannung, ja, in manchen Büros, das merkt man schon. Layoff-Season. Ja, und dann hast du dann eine sehr gute Chance. Warum? Weil du einfach so viel Vorsprung hast gegenüber allen anderen, die sich da einfach nur 0815 kurz mal bewerben. Und der hatte mir dann auch gesagt, mein lieber Herr Klein, also wir haben da schon diverse Zuschriften bekommen und ich bekomme da auch die ganze Zeit aktuell wieder Anrufe und so weiter, aber das sind alles so 0815 Anfragen und Bewerbungen und teilweise irgendwelche Vermittler und Dienstleister, was weiß ich, was mich da alles kontaktiert. Und das überzeugt mich aber alles nicht. Und genau das ist der Punkt. Weil sich eben keiner von denen
die 5, 6, 7, 12 Minuten, solange das Gespräch da gedauert hat, Zeit nimmt und dann halt noch die, sag mal, die 5 kleinen Vorgespräche mit der Assistenz und dann noch einem Kollegen, wo ich dann die Nummern heraussondiert habe und eruiert habe und so weiter und einfach die 5 Wahlversuche. Na, alles zusammen waren es vielleicht, lass uns mal hochkommen, ein bisschen recherchiert, ein bisschen rum auf LinkedIn, 20, 25 Minuten. Lass es uns mal glatt sagen, halbe Stunde habe ich mir insgesamt investiert in diesen einen Kontakt, in diesen einen Case. Und wir wussten, okay, ganz locker, was ist da, was für ein Stundensatz ist da möglich? Was konkret suchen die, was konkret wollen sie? Auf gar keinen Fall. Wie genervt sind sie schon von anderen? Wie stehen die Chancen, also wie viel Mitbewerb, ernstzunehmender Mitbewerb herrscht da gerade? Ja. Was sind so nochmal die Details, was also wirklich konkret hat er dann beschrieben, der muss diese jene Zertifikation können und das und dies und jenes. Okay, passt, notiert. Ja, wir wissen jetzt genau, wo der Painpoint ist und da hatten sie einen echten Schmerz. Also die Stundensätze, die ich ihm da gesagt habe, habe ich sehr hoch angesetzt. Eigentlich 50% höher. Ich wollte also Minimum 150 Euro pro Stunde für meinen Kunden rausholen, ja, für den Softwareentwicklerkunden und für den Freelancer und der hat auch 180, das hat ihn gar nicht interessiert. Ja, war ein relativ kurzes Projekt, ich glaube, es ging nur ein paar Wochen oder sowas. Aber es ist ja egal, auch wenn es nur 2 Wochen dauert und du hast 30 Euro mehr die Stunde oder 50. Ne? Das sind ja auch wieder ein paar tausend Euro, die du dann wiederum reinvestieren kannst. Und das ist ja genau das Prinzip. Du hast letztendlich mit einer halben Stunde professioneller Arbeit, Akquisearbeit, ja, hast du am Endeffekt hinten raus 3.000, 4.000, 5.000 Euro mehr on top noch verdient, ja, innerhalb von wenigen Wochen, wenn du dann diesen Deal machst. In diesem speziellen Fall, das ist ja eine kleine Geschichte irgendwo auf freelancer.de, das sind ja meistens so kleinere Projekte, auch nicht immer nur, aber in dem Fall war es so wahrscheinlich 2 Wochen Arbeitszeitraum. Aber dann bist du ja auch drin, das heißt, die kennen dich, wenn du gute Arbeit lieferst, ne? Du kannst ja dort dann letztendlich auch den Kundenwert weiter ausbauen. Ja, das ist ja auch Teil der Strategie, die wir mit unseren Kunden immer wieder antrainieren. Ja, das richtige Geldverdienen startet häufig erst im zweiten, im dritten Auftrag. Ja, wenn du gar nicht mehr diese Zeit investieren musst eventuell und du dann das volle Vertrauen von dem Kunden hast, weil er schon mal mit dir erfolgreich was umgesetzt hat, und du dann eben auch die größeren Aufträge mehr oder weniger freie Fahrt bekommst. Ne? Der wird sich ja sonst was einsetzen für dich, auch intern, wenn bei den größeren Projekten zum Beispiel nochmal eine zusätzliche Freigabe vonnöten ist, zum Beispiel von der Einkaufsabteilung, vom Chefeinkäufer und so weiter. Wenn den ein CIO, ein IT-Leiter etc. pp. Intern anpingt und schreibt und sagt, hey, ich will den Dienstleister, ich weiß, der bringt mir 100% Nagel auf den Kopf, der bringt mir genau das, was ich haben will. Ja, lass mal hier 5 gerade sein, der kostet mich irgendwie im Monat 5.000 Euro mehr. Dann sagt der Chefeinkäufer, ja, passt. Ja, ich will möglichst wenig Aufwand, mir ständig immer wieder neue Dienstleister reinholen zu müssen. Wenn du da mal drin bist und die sind zufrieden mit dir, that's it, Customer Lifetime Value, Kundenwert. Okay, Kundenwert maximieren. Ja, und da bin dann auch ich raus. Der Kunde gehört an dir und mit dem kannst du so viel Geld verdienen, wie du willst. Ja, und das Ganze dann mal 2, mal 3, mal 4, mal 5, mal 6, mal 7, mal 8, mal 9, mal 10. Ja. Dann hast du halt irgendwie, so baust du dir halt hoffentlich auch in einem CRM dann alles schön zusammengefasst, deine Kundenpipeline auf, na, von irgendwann mal mehreren Dutzend Kunden, Bestandskunden, die nicht immer vielleicht dich buchen, aber immer wieder. Und dann hast du ein Fundament, auf dem wirklich das stabil ist, ja, und auf dem du eine vernünftige Softwarebude aufbauen kannst, ja, dann auch mit mehreren 10, 20, 30 Mitarbeitern, die nicht unbedingt alle nur Near- und Offshore sitzen müssen, sondern du hast dann einfach auch ein finanzielles Fundament, dass du auch dir ein paar lokale Leute leisten kannst, feste. Und that's it. Ne? Und dann bist du ruckzuck innerhalb von 2, 3 Jahren
maximal, sagen wir mal, lass es mal 4 oder 5 Jahre sein, bist du auf einem 8-stelligen Umsatz. Das ist überhaupt kein Hexenwerk. Aber dieses Fundament, ja, fängt im ganz Kleinen an mit diesen kleinen Akquise-Calls. Ne? Wie genau machst du die? Wie strukturierst du die? Wie feinfühlig gehst du da rein? Wie empathisch? Ne? Mit Fingerspitzengefühl, respektvoll, die internen aktuellen situative Kaltakquise. Ja? Situativ, angepasst. Ne? Du musst da sein wie so ein Schwamm, der alles aufsaugt an Wissen, ja, und der sich aber auch formen lässt, der sich auch durchzwängen kann. Ne? Also wenn es da mal eng wird, dann sucht man sich den Weg und so weiter. Also Flexibilität, ja, also keine steifen Leitfäden und sowas und dann einfach irgendwie sich runterziehen oder irgendwelche Coachings machen und dann 6 Leute einstellen und denen die Leitfäden vorknallen. Das funktioniert alles nicht. Also nicht in dem High-End B2B-Segment, wo wir uns in der Softwareentwicklung oder IT-Branche generell befinden. Ich hoffe, ich konnte dir mal wieder ein paar Impulse geben. Ich wollte hier wirklich aus meinem aktuellen, akuten Erfahrungsschatz, wollte ich auch dich hier auf YouTube ein bisschen dran teilhaben lassen. Ich hoffe, es hat dich soweit interessiert zumindest. Wenn ja, bitte gib mir einen Daumen hoch bzw. lass mir einen Kommentar da oder ja, teil dieses Video mit deinen Kollegen, Freunden, Mitbewerbern, Partnern etc. pp. Noch besser, hol dir bei uns eine Strategie-Session, wenn du denkst, okay, das fühlt sich gut an, hier investiere ich mal eine halbe Stunde Zeit. Ganz ehrlich, wir investieren auch eine halbe Stunde Zeit von unserer Zeit. Also meine Zeit ist auch knapp, ich bin jetzt über 50 Jahre geworden jetzt gerade. Ja, also ich muss meine Zeit auch gut einteilen und wenn du der Richtige bist, musst ein paar Fragen beantworten. Klar, im Calendly, einfach hol den Link unten oder hier oben, wenn du das auf LinkedIn siehst, den Video. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Bis dahin, dein Thomas Klein und Happy Hunting. Ich bin jetzt raus. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ciao.